Wenn du noch nicht weißt, wer diese hübsche Dame ist, dann musst du noch ein anderes Video anschauen. Das ist Miss Nesana und wir sehen uns 8 Monate später, Nesana. 8 Monate, nachdem was ziemlich Schlimmes in ihrem Leben passiert ist. Sie hat sich in einer, was nennt man das, Schönheitsklinik? Oder was, ja, genannt? So war ja. So eine Schönheitsklinik. Beauty-Klinik. Also keine Ordinationspraxis, wollte sie sich einen kleinen Höcker mit Hyaluron behandeln lassen, ohne Nadel, mit irgendeinem Gerät und dann ist quasi der Albtraum losgegangen. Blenden da ganz kurz mal 2, 3 Fotos ein, wo, durch welche Hölle es eine Sache gegangen ist. Und jetzt sind wir 8 Monate später. Jetzt sag mal ganz kurz, was hat sich für dich verändert und wie hat dein Umfeld auf dich reagiert? Ja, am Anfang war es schlimm. Ja. Vorwürfe? Oder was hast du damit? Ja, was glaubst du? Ich gehe durch den Hof und die Kinder sagen zu mir, was sehr was Schlangennase. Wirklich? Wirklich. Wow. Okay. Es war so schlimm. Aber jetzt schaut es besser aus. Es schaut super aus eigentlich schon dafür, ja. was war und dann, obwohl wir noch gar nicht operativ eingegangen sind. Was war quasi bei engeren Freunden? Gab es da Vorwürfe? Warum hast du das machen lassen? Oder jetzt ist es? Nein, überhaupt nicht. Was haben die gesagt zu Freunden zum Beispiel? Eher Mitleid oder? Nicht so Mitleid. Also Mitleid habe ich nicht verspürt, aber die haben Verständnis gehabt. Ja. Und dein Mann, hast du immer gesagt, war eine relativ große Stütze für dich, oder? Genau, war immer noch. Immer noch? Immer noch, ja. Weil, was ich immer wieder höre, ganz auch so in Gesprächen, wenn Patienten kommen, so, dass der Mann sagt, na, mach das nicht, oder das ist ja gar nicht notwendig. Aber ich glaube, er war da sehr, sehr positiv eigentlich, oder? Wir sehen ja quasi noch an der Nasenspitze und an der Lippe, sehen wir auch was von außen, sonst ist es ja mit der Schminke schon sehr unauffällig. Hast du derzeit eigentlich noch Schmerzen? Ja, in Nase und Lippe immer noch. Nach wie vor. Zum Beispiel, wenn innen ich draußen bin. Kälte. Von außen. Kälte. Ja. Wenn es so kalt ist, dann spüre ich die Nase überhaupt nicht und fange es an zum Schmerzen. Ja. Und die Lippe immer noch, die ist immer noch hart. Und wenn du so einen Kusshund machst oder so, also, ja, auch die ist jetzt eigentlich, ohne dass wir noch was Chirurgisches machen, ganz gut geworden eigentlich. Du hast es jetzt ein bisschen überschminkt eigentlich, ja, oder? Schauen wir uns mal vielleicht kurz genauer an mit dem Spiegel in der Hand. Du bist ja auch beim Philipp Hüttinger jetzt in Betreuung. Ja. Und Dr. Hüttinger, der ist Facharzt für HNO und plastische Chirurgie, macht das sicherlich gut. Aber was uns gut gefällt oder was wir gut geschafft haben, glaube ich schon, ist, dass wir so den Niveauunterschied immer besser angleichen können. Ja. Wenn du jetzt die Nase und die Lippe anschaust, was stört dich da jetzt im Moment eigentlich am meisten? Also am meisten stört mich, dass der Style da fehlt. Ja, ja. Von der Nase, mit der Sicht mal. Sag jetzt nicht, dass du weißt, dass mich die Lippe stört. Ja. Nein, das muss nicht sein. Genau, alles, was also störend, können wir Dinge empfinden, die irgendwie keine gerade oder symmetrische Form genau. haben. Genau. Und das, was eigentlich stört, ist unter Anführungszeichen die Asymmetrie, wobei da nicht jetzt nur der Knorpel verloren gegangen ist, sondern auch das Gewebe hat sich so zusammengezogen, dass der Knorpel einfach geschrumpft ist und auch durch die Minderdurchblutung weniger geworden ist. Und wie du richtig sagst, alles, wo keine gerade Linie ist, das stört uns. Deswegen ist eigentlich der Nasenflügel schön und die Lippe da ist eigentlich schön, aber wenn die Lippe unterbrochen ist, also wenn dieser Schwung unterbrochen ist, dann ist das quasi ein Stören. Ja. Und ich glaube auch, wenn wir eben diese kleine Sache und diese kleine Sache hinbekommen, dann hast du eine schönere Nase wie 90% der Leute da draußen, oder? Hoffentlich. Weil so das kleine Höckerl oder so, das ist im Prinzip egal. Ja. Sag mal noch, wer hat dir gesagt, wenn man den Hocker wegnimmt, wird sich die Nasenspitze und die Haut entlastet. Genau. Und er wird mit Knorpel irgendwie versucht. Knorpelsatz machen. Das irgendwie zu richten. Das wird, also bin ich schon sehr gespannt, weil das ist, glaube ich, wirklich eine komplizierte Geschichte, aber wenn das einer kann, dann auf jeden Fall eher eine Nasenrekonstruktion. Machst du täglich eigentlich jetzt irgendwelche Behandlungen mit deiner Nase oder mit deiner Lippe? Machst du da etwas nach wie vor? Zweimal am Tag durch ich massieren. Da massierst du die Narben, so wie Renate mir gezeigt hat. Und sowohl an der Nase als auch an der Lippe? Auch an der Lippe, ja. Dann war ja so, dass unser schönes Beauty Center im ersten Bezirk ist quasi klick-klack, haben es mal kurzfristig zugesperrt. Ja, und jetzt dann haben sie Phönix aus der Asche sind schon wieder da, gell? Sind wie lästige Fliegen, gell? Ja, aber ich glaube, die machen kein Botox mehr und Filler, nur kosmetische Sachen. Ja, also ich glaube schon, dass das Ganze jetzt ein Ende genommen hat, weil, wie wir dann mitbekommen haben, warst du nicht alleine, sondern viele andere auch, die dort waren. Wenn wir zurückblickend schauen und da jemand jetzt zuschaut,
Wie könnte man dem Zuschauer sagen, worauf hätte man eigentlich am meisten achten sollen oder wo ist es dir spanisch vorgekommen, dass irgendetwas nicht passt? Wo meine Augen zugebunden waren. Wo die Augen zugebunden waren, ja. Mhm. Das ist eigentlich spannend, stimmt. Das habe ich auch noch nie gehört. Also du bist reingekommen zur Behandlung und dann quasi hast du eine Brille aufgesetzt bekommen oder was? Nein, sondern ein Mitarbeiter von denen hat mir die Augen mit zwei Tupfer so zugehalten. Okay. Und ich habe gefragt, warum machen sie das? Nein. Und sie hat mir gesagt, nein, das ist normal, dass ihnen die Hyaluronid in die Augen spritzt, da wird es brennen und so. Ja. Also, genau. Eigentlich habe ich mir gedacht, sie ist eine Ärztin und... Ja. Und also ich habe das noch nie gemacht, ich habe auch nie auf der Welt gesehen, dass das jemand macht. Also Augen zuhalten dafür, ja. Das ist zum Beispiel blöd. Weil ja einer unserer Sinne, dass wir schauen können, was ist in dem Raum, wer behandelt uns. Du weißt ja eigentlich bis heute nicht, wer dich behandelt hat, weil sie dir die Augen zugehalten haben. Ja. Sonst, und was die gemacht haben, und was die gemacht haben, weiß ich auch nicht. Genau. Es hat gerattert, haben wir gesagt. Ja, aber ob sie das mit dem Gerät oder ohne Gerät gemacht hat, oder das weiß ich nicht, weil ich es nicht gesehen habe. Also einmal blinde Kuh spielen mit Patienten, das ist quasi also ein No-Go. Noch irgendetwas aufgefallen? Im Davorauftritt war ja alles super, oder? Erste Bezirk und schön. Genau. Und eigentlich hätte ich nie dort gegangen, wenn ich den Artikel nicht gelesen hätte. Genau, im Wien Look Live von unserer Frau Fellner ist quasi drin gestanden, dass sie Schönheitschirurgin ist. Woher die das wissen oder woher die geglaubt haben, dass sie Schönheitschirurgin sind, wissen wir auch nicht. Also der Artikel hat dich missgeleitet, dann eigentlich das schöne Ambiente hat dich missgeleitet. Genau. Dann Preise gar nicht mega billig, aber guter Preis. Also, ich habe für 1 Milliliter 360 Euro bezahlt. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass das Da muss ich schon denken, dass ich zu billig bin. Ja, genau, war gar nicht billig. Ja. Und dann aber Augen zu halten. Noch etwas, wo dann, was dort irgendwie, ich meine, das reicht eh schon, aber noch irgendetwas, wo du sagst, wo wir im Nachhinein jemanden, der zuschaut und zuhört, sagen können, wie könnte man sowas erkennen, dass es nicht passt. Ich finde, dass diese Auftritte von denen. Genau, das finde ich nämlich, wenn ich sie gesehen habe, wenn ich sie im Internet sehe, dann sind es quasi vielleicht so verkorkste Hollywood-Stars, aber das ist kein Auftreten eines medizinischen Personals oder so, die das so feiern lassen. Und wo ich gesagt habe, dass ich habe ja nicht zum ersten Mal Hyaluron reingespritzt. Ja. Habe ich ja früher auch immer gemacht. Und wo ich gesagt habe, dass ich zum Beispiel den und den Mittel verwendet habe und nur durch die Ärzte. Ja. Na Schätzchen, wir sind alle Ärzte da. Hat sie gesagt? Ja, das war... Also richtig, das ist ja auch, glaube ich, das Schlimme, dass man es eben nicht teilweise erkennen kann, weil es einfach schwere Betrüger sind. Und Betrüger, die quasi wirklich vorgeben, einen anderen Beruf zu haben, das ist ja, die sind so professionell drauf, dass es denen wahrscheinlich die Lügerei nicht erkennen kannst oder so. Aber das Augen zuhalten, glaube ich, ist ein guter Tipp. Und dann, glaube ich, auch, dass danach, dass dann eh schon spät, dass du merkst, dass die überhaupt keine Ahnung haben oder nicht wissen, was sie tun. Ja, wo ich geschrieben habe, dass die sich nicht gemeldet haben, dass die erst, also 2 Tage spät, nächsten Tag am Abend hat sie sich gemeldet. Ja. Und da quasi inkompetent auch, oder? War das mehr ängstlich oder mehr inkompetent oder frech? Frech. Okay, diese Mail, also SMS, was sie mir geschrieben hat, sie sind nicht Krankenschwester, sie müssen ja wissen, dass das vielleicht bis 3 Monate dann dauern kann, dass sie die... Frech und ignorant eigentlich. Genau. Ja. Und wie ich geschrieben habe, dass ich vielleicht einen Gefäßverschluss haben kann, durch dein Video bin ich drauf gekommen, das kann ja nicht sein, sie können ja vorbeikommen, wo ich geschrieben habe, aber... Es schaut so schlimm aus, dass meine Lippen und meine Nase taub sind, hat sie drauf geschrieben, von mir aus können sie kommen. Ja. Wahrscheinlich, also frech, ignorant und unwissend quasi. Unwissend, wie gefährlich das ist, dass sie dann auch zusätzlich auch das Thema. Und dann bin ich zu ihr gegangen, also was ich nicht weiß, dass sie vorher zu meiner Hausärztin gewesen bin, an dem Tag in der Früh. Ja. Und sobald sie mich gesehen hat, hat sie zu mir gesagt, hallo, das ist eine Nekrose. Die Hausärztin Hausärztin hat das gesagt, ne? Und da bin ich von meiner Hausärztin in U-Bahn gestiegen, bin ich zu ihr gefahren und sie hat mich für dumm verkauft. Und ich habe irgendwie geglaubt, okay, sie ist eine Ärztin, sie muss wissen. Ja, wieder das Thema eigentlich. Ja. Das ist wieder das Thema, so ein bisschen an anklagende Sache an
wer immer da draußen etwas schreibt, egal ob es Medien sind oder sonst was, wenn ich behaupte, der da drüben ist ein Schönheitschirurg oder Schönheitsarzt, dann muss man das schon quasi eigentlich in Wahrheit überprüfen. Gell? Und, aber wie? Ja, ganz einfache Promotionsurkunde. Also es gibt ja quasi Urkunden, die da sind. Alle Ärzte, wenn du mich, wenn du jetzt nachschaust, ob ich ein Arzt bin, dann bin ich bei der Ärztekammer eingetragen. Da ist eine Arztnummer hinterlegt. Aber ich bin ja reingegangen und nachgeschaut. Ja. Überall stehen Zertifikaten und was weiß ich. Es gibt eigentlich in dem Land gibt's immer eine zuständige Stelle, das ist die Ärztekammer. Und wenn du jetzt quasi eingibst, Ärztekammer Wien, Dr. Rudolf Bartsch, das habe ich nicht, aber so habe ich recherchiert. Nicht du als Patientin, sondern eigentlich finde ich Leute, die Interviews führen mit denen. Die müssen schon quasi schauen, ist das jemand, der eine Zulassung in Österreich hat? Aber die Patienten sollen das auch machen. Patienten in Wahrheit auch, ja. Letzter Punkt, der Dr. Hüttinger hat gesagt, Juni nochmal sehen, oder? Das war ausgemacht. Und dann geht's wie weiter? Wann traut ihr euch, dann loszustarten? Wann wird das sein? Herbst, oder? Im Herbst. Das heißt, also ein bisschen mehr als ein Jahr nachher wird er dann eventuell starten, dass man dann wirklich was macht. Nasenspitze hat er gesagt, gell, dass er an der Nasenspitze arbeitet und dann werden wir uns überlegen, die Lippe auch anschauen im Sommer, ob wir die Lippe auch noch behandeln können. Werden wir vielleicht ein paar Schüsse aus dem OB zeigen, wie die Reise weitergeht. Ja. Auf jeden Fall danke, dass du immer dabei bist und auch eigentlich dich und euch da draußen unterstützt in der Idee, wie kann man aufpassen oder wie kann man herausfinden, oder dass jemand ein guter Behandler ist, wie kann man verhindern, dass das passiert, was das in Sana passiert ist. Und ich glaube, die Zukunft wird zeigen, dass wir im Endeffekt Ausbildungen brauchen, die sicherstellen, dass egal welcher Facharzt man ist, man nicht nur das Behandeln mit Botulinumtoxin empfehlen kann, sondern auch die Anatomie versteht und das Komplikationsmanagement beherrscht. Da wird es eine zertifizierte Ausbildung geben müssen. Die Industrie schreit danach. Die Haftpflichtversicherungen werden uns wahrscheinlich relativ bald das auferlegen, dass das sein muss. Und ich glaube auch, dass die öffentlichen Stellen in den nächsten 5 bis 10 Jahren das verlangen werden, genauso wie ich einen Führerschein brauche, wenn ich mit dem Auto draußen herumfahre, dass ich einfach eine spezielle Ausbildung dafür benötige. Wenn du Fragen hast, gerne sie hinterlassen. Ich werde sie dann, auch wenn es eines Nisana persönlich ist, einfach unten reinklopfen. Umso mehr Daumen hoch, desto mehr freut sie sich, weil ich finde es schon eine ziemliche Leistung von ihr, dass sie da immer wieder vor die Kamera tritt und auch sich zeigt und auch ein Bild, was von sich selber hergibt. In diesem Sinne danke fürs Zuschauen und bleib dran, weil wir werden sicher den Weg von dir weiter verfolgen, weil das sehr spannend ist und ich bin selber ein bisschen überrascht, wie gut wir da vorankommen. In diesem Sinne danke fürs Zuschauen. Ciao und baba.